Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode an einem wunderschönen sonnigen Tag in unserem Swamp Lake Zoo. Ja, momentan ist es nicht nur in Swamp Lake Zoo wahnsinnig sonnig und wahnsinnig warm. Nein, auch bei uns hier in Deutschland haben wir aktuell richtig hohe Temperaturen. Ich habe mir auch meinen ersten richtig fetten Sonnenbrand schon geholt. So ist es nun mal. Die nächsten Tage werde ich definitiv drinnen verbringen. In der letzten Episode in Swamp Lake Zoo haben wir unseren Australien-Bereich abgeschlossen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, denn wir wissen ja nicht, was in Zukunft noch von Frontier kommt, ob wir nochmal irgendwelche australischen Tiere bekommen werden oder nicht bei den zukünftigen DLCs. Zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, ist Australien mit dem Schnabeltiergehege abgeschlossen. In der heutigen Episode werden wir dann weiterbauen im Asienbereich. Ich hatte mir kurzzeitig überlegt, in Südamerika weiterzumachen, habe mich dann dazu entschlossen, es nicht zu machen, weil ich a. keine Lust dazu hatte, b. keine Inspiration dazu. Und auch im Asienbereich machen wir nicht weiter mit den Großkatzen, sondern, Überraschung, hier steht schon etwas mit dem Dickhäuterhaus. Leider hatte ich beim Bau des Hauses vergessen, auf Aufnahme zu klicken, beziehungsweise ich dachte, ich habe auf Aufnahme geklickt. Das Programm hat mich allerdings ein bisschen verarscht und hat es leider nicht gemacht. Nichtsdestotrotz wollte ich euch gerne zeigen, wie ich diese Wandbauteile gestaltet habe, beziehungsweise wie ihr das nachmachen könnt. Und deshalb habe ich das einfach nochmal abseits vom Haus kurz aufgenommen. Ich habe zunächst diese Kalkbausteine benutzt, die ich ja relativ gerne benutze in letzter Zeit. Dann diese Betonsäulen einfach als Strukturgegenstände in der Mitte hinzugefügt und als Sockel unten drunter von den Tempelbausteinen diese Tempelsäule in der Länge von 4 Metern. Dann oben drüber ebenfalls, um noch ein bisschen Struktur und Deko zu haben, sowohl innen als auch außen, diese Kalkleisten und oben drüber dann noch mal ein kleineres Bauteil von der Wand. Dann noch mal die Kalkleisten. Schon haben wir ein relativ schönes und ja, stabiles Fundament dann auch gebaut. Oben drüber dann mit den Maßen 4x4 Meter noch ein Glasbauteil, das einseitig durchsehbar ist. Wichtig die dunkle Seite außen. Ich finde, das sieht immer schicker aus, wenn man von außen nicht nach innen sehen kann, aber von innen nach außen, zumindest vom Besucherbereich. Links und rechts habe ich das Ganze dann abgeschlossen mit diesen runden Kalksäulen mit einer Länge von 4 Metern. Und in der Mitte habe ich dann noch ein Fensterkreuz aus Holz gebaut. Oben drüber als Abschluss dann wieder diese Kalkleisten. Nochmal ein Kalkstein-Wandstück und dann aus dem Europa-DLC diese Ornamente. Ich weiß gar nicht, ist es aus dem Europa-DLC oder gab es das sogar vorher schon? Auf jeden Fall ist es ein europäisches Bauteil. Die Ornamente so ein bisschen in die Wand rein, damit man sie zwar noch erkennen kann, aber dass sie nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Das Ganze auch mit dieser afrikanischen Skulptur mit dem Nashorn. Auch das habe ich so weit in die Wand eingelassen, damit man nur den Kopf sehen kann. Und das Ganze oben natürlich wieder abgeschlossen mit dieser Kalkleiste. Das ganze Wandbauteil dann noch einmal kopiert, damit wir das dann besser bzw. auf dem Raster auch verschieben können. Zusammengefügt und hier seht ihr dann, da könnt ihr das Ganze dann relativ leicht zusammenfügen. Die Ecken dann einfach ein bisschen ausbessern, indem ihr an den Ecken die Kalkleisten und unten die Sockelleiste von den Tempelbauteilen einfach noch zusammenschiebt. Und schon habt ihr wunderbare Bauteile. Hier beim Eingang habe ich euch auch gerade gezeigt, da habe ich einfach diese Skulpturen der Tiere genommen und die dann dementsprechend auch zur Hälfte in die Wand eingelassen, damit das so aussieht, als würde es da mit dazugehören, beziehungsweise als wäre das in die Wand eingeschlagen. Gut, jetzt kommen wir aber ans Innere des Dickhäuterhauses. Das Dickhäuterhaus wird insgesamt drei Tierarten beheimaten. Zum einen den Schabrackentapir, für den wir heute bauen werden. Dann natürlich das indische Panzernashorn und den asiatischen Elefanten.
Das Panzernashorn und der Tapir werden sich eine Gebäudeseite teilen, wo wir hier jetzt eben den Innenbereich für die Tiere gestalten werden. Dazu habe ich einfach diese Kalkbausteine nochmal genommen und in einem dunklen Grau eingefasst, um so den Tierbereich zu gestalten bzw. abzuzeichnen, damit wir hier eine ganz klare optische Trennung auch haben. Genau, der Tierbereich ist jetzt fertig. Das Ganze wird jetzt natürlich zu den Besuchern hin noch abgegrenzt. Wir haben jeweils links und rechts an den Seiten, wo ich jetzt eben diese Betonsäulen nochmal platziere, einen Bereich, wo die Besucher relativ nah an die Tiere rankommen könnten, den wir natürlich mit dicken Zäunen dann bei den Tieren abgrenzen werden. Und wir haben auf der anderen Seite, wo ihr diese Lücke seht, dort bastle ich noch einen Trockengraben, der relativ tief ist, was man in Dickhäuterhäusern aber häufig sieht, weil ja, Dickhäuter nicht springen können, beziehungsweise die meisten davon können es nicht. Ich glaube, Tapire können es in der Tat, jedoch können auf jeden Fall Elefanten nicht springen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Nashörner ebenfalls nicht springen können. Genauso wie Flusspferde natürlich. Hängt mit Sicherheit auch an dem Gewicht der Tiere. Und natürlich an der Stabilität der Knochen natürlich auch. Dass das Skelett der Tiere das nicht schadenfrei überstehen würde. Ja, deshalb funktioniert das bei solchen großen Tieren auch relativ gut, beziehungsweise nicht generell bei großen Tieren, denn es gibt auch einige Tiere, die relativ gut springen können und trotzdem eine beachtliche Größe haben, wie bei den Giraffen zum Beispiel. Bei Dickhäutern, wie gesagt, da funktioniert das relativ gut, wenn man eine Gehegebegrenzung dann mit einem Trockengraben macht, den die Tiere nicht überwinden können. Ja. So, genau, den Trockengraben, den teilen wir dann dementsprechend auch wieder ab mit diesen Betonsäulen, die ich hier als Begrenzung setze. Ich habe das Haus hier auch relativ klassisch gehalten. Ursprünglich wollte ich es im asiatischen Stil halten, dachte mir dann aber, da wir ja schon ein relativ großes Affenhaus im asiatischen Stil haben, möchte ich das nicht schon wieder hier machen in dem Bereich. Und ja, deswegen habe ich das hier relativ klassisch gehalten, was sich voraussichtlich beziehungsweise was sich vermutlich eher für einen Stadtzoo eignen würde, als jetzt eigentlich für unseren Swamp Lake Zoo. Aber es passt sich trotzdem relativ gut in diesen Bereich dann ein, was ihr später dann auch sehen werdet und was sich dann mit Sicherheit auch noch herausstellen wird, sobald wir das Ganze dann auch abgeschlossen haben. Gut, um den Trockengraben dann zu gestalten, musste ich das Haus natürlich ein klein wenig anheben, damit ich nicht ins Erdreich baue, sondern auch sehe, was ich hier mache. Und habe dann dementsprechend einfach diese Kalkwandbauteile wieder benutzt dazu, um den Trockengraben zu gestalten. So könnt ihr das auch relativ einfach gestalten. Könnt es soweit schon fertig machen. Wenn das Haus dann komplett fertig ist, setzt ihr es einfach nur noch an den Punkt im Zoo, wo ihr es dann letztendlich haben wollt. Und dann benutzt ihr einfach das Geländetool, um dann den Graben auszuheben. Und dabei spielt es dann keine Rolle, wie akkurat ihr dabei seid mit dem Graben, weil ihr automatisch seht, wenn ihr tief genug seid, dann habt ihr die Auskleidung mit den Trockenbauteilen. Da ist es wurscht, wenn der Graben dann nicht ganz akkurat und nicht ganz schön wird, weil das Ganze sowieso dann durch diese Kalkbausteine abgeteilt ist. Das ist ganz praktisch dann. Ja, hier haben wir dann noch eine Abgrenzung natürlich zu den Besuchern, da wir nicht wollen, dass unsere Besucher in diesen Trockengraben hineinfallen. Bei den Tieren gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die intelligent genug dazu sind, da eben nicht reinzufallen. Anders als die Menschen. Das Praktische ist dadurch, dass wir diese beiden Gebäudeteile auf der linken und auf der rechten Seite relativ deckungsgleich haben,
Reicht es immer aus, wenn ich auf einer Seite etwas baue und es dann an der anderen Seite dann einfach mit einfüge bzw. rüber kopiere und dann vielleicht noch kleine Verbesserungen oder kleine Anpassungen mache. So, aber unser Haus ist von der Grundstruktur her fast fertig. Damit unsere Besucher natürlich nicht zu nah an die Tiere rankommen, hier an dem Teil, wo wir diese Dickebegrenzung haben, habe ich nochmal einen zweiten Zaun gemacht. Da habe ich eben dann diesen Maschendrahtzaun dafür verwendet, wo wir hier nochmal so eine kleine Absperrung haben zu den Tieren hin, wo wir dahinter dann auch so ein kleines bisschen Bepflanzung machen werden. Diese Bepflanzung mache ich zum einen aus dekorativen Gründen, damit das Haus nicht zu trist und nicht zu traurig und langweilig aussieht, gerade in diesen ganzen grauen Farben hier. Und zum anderen auch deswegen, damit unsere Tiere ein klein wenig geschützt sind dann im Innenraum. Das heißt, durch diese ganzen Pflanzen dann nicht komplett alles einsehbar ist. Das natürlich auch wieder beides auf beiden Seiten. Genau, und damit wir das zum Boden hin schön abgegrenzt haben, habe ich hier dann auch einfach nochmal meine Porenbetonsäulen benutzt, die ich grundsätzlich ja auch immer benutze, um die Wege abzugrenzen, damit wir hier einen schönen Sockel dann auch haben für den Maschendrahtzaun. Und ja, da einfach einen schönen Abschluss haben. Ja, genau. Und falls ihr dieses Video heute relativ zeitnah nach dem Erscheinen seht, heute um 20 Uhr haben wir ja auch wieder eine Live-Episode oder ja, einen Livestream in unserem Community Zoo. Könnte sein, dass es sich ein klein bisschen verspätet, vielleicht 20 Uhr, 20:15 Uhr, so um den Dreh rum. Aus dem Grund, weil ich ganz vergessen hatte, ich hatte heute einen Tisch reserviert zum Essen. Wir gehen heute zum Chinesen und ja, der Tisch ist um 18 Uhr reserviert, also könnte es mit 20 Uhr vielleicht ein kleines bisschen eng werden, aber ich denke, 20:15 Uhr werde ich definitiv schaffen. Da sehen wir uns diesmal dann wieder unseren Community Zoo an, wo relativ viel passiert ist diesmal. Dadurch, dass ich auch im Urlaub war, kam der Zoo dann nicht immer wieder zu mir zurück, sondern wurde halt zwischen den Community-Mitgliedern hin und her geschickt. Ich glaube, wir haben, lasst mich überlegen, wir haben ein Gehege von Stefanie, wir haben ein Gehege, nee, zwei Gehege, glaube ich, sogar von Sonja. Wir haben eins von Jörg. Oder haben wir sogar zwei von Jörg? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eins haben wir auf jeden Fall dann auch von mir noch. Also wir haben insgesamt auf jeden Fall mindestens fünf neue Gehege, die wir uns anschauen können und einiges, was in Myanmar Park, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, passiert ist. Also ich bin sehr gespannt drauf, denn auch wenn ich im Park gebaut habe, ich habe mich so gut wie nicht spoilern lassen, sondern habe einfach nur in meinem Bereich, den ich machen wollte, gebaut und habe mir die anderen Sachen nicht wirklich angeschaut. Das werden wir dann heute Abend nachholen und auch alle anderen, die in dem Park gebaut haben, haben sich die Sachen nicht wirklich angeschaut. Ja, weil es natürlich einfach viel schöner ist, wenn man das zusammen sich dann nochmal anschaut und sich überraschen lässt. Also wenn ihr Lust habt, da reinzuschauen, dann schaltet gerne so gegen 20 Uhr, 20:15 Uhr dann auf meinem YouTube-Kanal ein. Dort gibt es dann den Livestream dazu. So, das Elefantenhaus bzw. das Dickhäuterhaus ist jetzt fertig. Ich habe es auch platziert, wobei es hier noch nicht auf dem endgültigen Stand ist. Genau, jetzt habe ich es platziert. Das hat mich eine ganze Weile gekostet, bis ich den richtigen Platz dann für das Haus auch gefunden hatte. Denn ich wollte zum einen den Eingang relativ zentral haben, beziehungsweise so, dass man ihn vom Hauptweg auch sehen kann.
Und zum anderen wollte ich natürlich auch, beziehungsweise musste ich das Haus auch so platzieren, dass ich letztendlich dann natürlich auch unsere Tiere unterbringen kann und noch genug Platz für die Gehege habe. Deswegen war das so ein bisschen eine Fummelei, das dann auf den richtigen Platz zu kriegen, aber letztendlich hat es funktioniert. Und wir werden jetzt auf der rechten Seite des Gebäudes hin, wo wir das Mitarbeitergebäude schon platziert haben, das wir immer noch nicht verkleidet haben, werden wir die Tapire und die Panzernashörner unterbringen. Und auf der linken Seite, also gegenüber von unseren Amur-Leoparden und von den sibirischen Tigern, werden wir dann die Elefanten unterbringen. Das Ganze sieht jetzt vom Platz her nicht unbedingt wahnsinnig groß aus, was wir hier für die Gehege haben, aber seid euch sicher, es ist groß genug. Es täuscht, weil das Haus relativ groß ist, dadurch wirkt alles, was außenrum ist, relativ klein, aber ihr werdet es jetzt dann auch sehen, wenn wir das Gehege für die Tapire gebaut haben, dass das vom Platz her wunderbar ausreicht alles. Ja, jetzt wird es Zeit für das Dach, denn wir haben ja noch kein Dach auf unserem Gebäude. Nachdem die Innenraumgestaltung soweit eigentlich abgeschlossen ist, können wir auch das Dach platzieren. Da wollte ich natürlich wieder einen Teil aus Glas haben. Ganz einfach aus dem Grund, damit es im Gebäude nicht zu dunkel ist. Und weil das Ganze einfach wesentlich schicker aussieht. Und den anderen Teil des Gebäudes habe ich dann natürlich mit den Kalkplatten auch wieder abgeschlossen. Für die Dachform hatte ich erst überlegt, ein mehr oder weniger gewölbtes Dach draufzusetzen, so wie so eine Art Treibhaus letztendlich. Habe mich dann aber dazu entschieden, einfach die Struktur zu übernehmen, die wir bereits beim Gebäude haben. Weil ich dachte, wir haben sowieso dort schon eine kleine Erhöhung durch diesen Bogen über den Eingängen. Und dann nutzen wir den dann dementsprechend auch für die Glasdachstruktur. Das Ganze habe ich dann mit diesen Metallstangen wieder eingefasst, was ich recht gerne immer mache, wenn ich mit diesen Glasbauteilen baue. Das Ganze dann auch in Weiß, weil das das Ganze immer auflockert. Und wie ich feststelle, ist diesmal mein Trendwort anscheinend das Ganze. Ja, nun noch das Ganze. Da haben wir es schon wieder. Kopieren, markieren, kopieren und dann einfach dem Gebäude entlang ziehen, bis es komplett fertig ist dann. Zwischendrin habe ich dann auch immer so Begrenzungen nochmal reingemacht, zu so Querverstrebungen. Einfach damit das ein bisschen strukturierter aussieht, beziehungsweise nicht ganz so unrealistisch. Denn in der Realität wird man keine Glasfläche haben, die über, keine Ahnung, mehrere hundert Meter geht. Oder über circa 100 Meter. Sagen wir mal so, mehrere hundert Meter lang ist das Gebäude mit Sicherheit nicht. Ja, jetzt wird das restliche Dach noch abgedeckt mit den Kalksteinplatten, wie ich vorher schon gesagt hatte. Und dann haben wir das Gebäude eigentlich auch schon. Ja, dann ist es eigentlich auch schon komplett fertig soweit. Später werde ich natürlich noch ein paar Bänke dann reinsetzen ins Gebäude, damit unsere Besucher dort auch Sitzgelegenheiten haben. Aber grundsätzlich ist es jetzt soweit fertig. Natürlich brauchen wir aber auch noch Support. Das finde ich immer ganz wichtig, auch wenn ich das in der Vergangenheit nicht immer gemacht hatte, weil ich nie wusste, wie mache ich das dann richtig. Aber es macht nicht nur architektonisch, sagt man architektonisch, aus Sicht eines Architekten sehr viel Sinn,
wenn man auch solche Stützen dann noch mit einbaut. Nein, es macht auch noch optisch relativ viel her. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Bis jetzt sah das Gebäude ja relativ leer aus im Innenraum. Jetzt dadurch, dass wir eben diese Säulen mit einbringen, sieht das Ganze schon komplett anders wieder aus und macht einen optisch sehr viel ansprechenderen Eindruck und zum anderen auch, ja, wie gesagt, architektonisch gibt es einfach sehr viel mehr her. Noch an die richtige Stelle dann auch setzen, damit die Säulen nicht mitten im Weg stehen, sondern schön mit unseren anderen Bauteilen dann auch abschließen. Und tada, schon sieht das Ganze wunderbar aus. Das ist wirklich was, gerade wenn ihr größere Gebäude baut oder auch Volieren. Ich hatte das jetzt die letzten Tage auch bei Jörg, der eine wunderschöne riesige Voliere in seinem Zoo gebaut hat. Und ich dann auch gesagt habe, ja, versuche einfach mal so ein paar Säulen dann reinzusetzen. Und ich finde, es macht einen wahnsinnigen Unterschied einfach. Das ist relativ kleiner Aufwand, aber optisch gesehen macht das einfach wahnsinnig viel her. Gut, wir brauchen jetzt auch noch für unsere Tapire natürlich einen Ein- bzw. Ausgang in das Dickhäuterhaus. Dabei habe ich festgestellt, dass ich es ruhig noch ein bisschen nach unten hätte ziehen können, was ich hier jetzt auch gemacht habe, weil die Kante relativ hoch war. Und ja, schon haben unsere Tiere hier dann auch einen Eingang. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird bei den Elefanten. Die Elefanten haben eine relativ hohe Hitbox. Wahrscheinlich wird es nicht ausreichen, wenn ich dann in derselben Höhe wie jetzt bei den Tapiren hier ein Loch in die Wand reinreiße, sondern da werde ich wahrscheinlich noch ein kleines Stückchen höher gehen müssen. Also auf 6 Meter dann. Ich hoffe, dass es ausreicht. Wenn nicht, dann werde ich da tatsächlich ein kleines Problem haben, beziehungsweise einiges am Haus anpassen müssen, damit ich die Tiere dann tatsächlich irgendwie ins Haus bekomme und auch wieder raus. Aber soweit ist es noch nicht. Das wird erst in 2 Episoden dann passieren, denn in der nächsten Episode werden wir erstmal weiterbauen für unsere Panzernashörner, sodass wir die rechte Seite vom Gebäude dann abschließen. Da werde ich in der nächsten Episode dann auch unser Mitarbeitergebäude dementsprechend noch verkleiden, damit es sich auch hier dann in die Landschaft mit einfügt und generell den Bereich hier rechts dann einfach noch so ein kleines bisschen verzieren, dekorieren und so weiter, damit dieser Bereich dann fertig ist. Wenn das dann geschafft ist, wenn das Dickhäuterhaus fertig ist, dann werden wir mal schauen, wo wir weitermachen, ob wir dann eventuell wieder zurückgehen zu unseren Großkatzen oder ob wir dann tatsächlich sagen, okay, jetzt machen wir erstmal den Südamerika-Bereich. So, hier nach außen hin mache ich auch wieder einen Trockengraben um den kompletten Bereich herum. Denn, wie gesagt, wir haben nicht das Problem, dass die Tiere, die wir hier halten, dort rausspringen könnten. Von daher bietet sich so ein Trockengraben recht gut an. Wenn man den dann auch noch relativ flach bzw. abschüssig gestaltet, kann man das Ganze auch so machen, dass es nicht viel von der Gehegefläche wegnimmt, beziehungsweise eigentlich gar nichts davon wegnimmt, wenn man den Tieren den Raum dann tatsächlich auch zur Verfügung stellt, dass sie bis unten an den Rand dann laufen können. Ja, und nicht einfach nur einen Graben, den die Tiere gänzlich nicht betreten können. Das macht bei diversen Tierarten natürlich auch Sinn, gerade bei Tierarten, die klettern können. Da ist es dann wichtig, dass sie eben auch den Graben nicht betreten können. Das haben wir zum Beispiel bei Affen oder auch bei Raubtieren. Ansonsten, ja, bei Huftieren, bei Dickhäutern und so weiter kann man das mit dem Trockengraben durchaus so machen, dass sie diesen dann auch betreten können und tatsächlich die komplette Gehegefläche dann ausnutzen können, ohne dass zu viel davon verschenkt wird. Jetzt ist erstmal Terrainarbeit dann wieder an der Reihe. Natürlich das Gelände bemalen. Das macht immer einen großen Unterschied aus Felsstruktur, Erde, Gras.
Lustigerweise, das lange Gras benutze ich so gut wie nie in meinen Zoos. Ich mag es einfach nicht. Und ich finde auch, dass es relativ viel vom Gelände wegnimmt. Und deswegen mache ich immer kurzes Gras. Lustigerweise, wenn ich langes Gras dann möchte, dann benutze ich immer irgendwelche Pflanzen und setze die dann rein und benutze wirklich das Terrartool für das lange Gras überhaupt gar nicht. Wie ist es denn bei euch? Benutzt ihr das? Lasst mich das gerne in den Kommentaren einfach mal wissen, ob ich da tatsächlich der Einzige bin, der nur kurzes Gras verwendet und das lange eigentlich gar nicht. Genauso bei anderen Strukturen, bei Sand und so weiter. Ich benutze eigentlich nur dann ja, das Grobe immer und die feinen Sachen benutze ich nicht. Hier wollte ich dann eine Hecke entlang ziehen und habe erstmal nach den perfekten Pflanzen für eine Hecke gesucht. Da kann ich euch sehr empfehlen, benutzt den Krähenbärenbusch, setzt einfach noch einen zweiten oben drauf. Also kopiert den, zieht den ein kleines bisschen höher und schon habt ihr eine wunderbare Hecke. Um zu sehen, wie groß die Hecke sein darf, habe ich mir jetzt hier einfach mal ein paar Besucher in diesem Bereich geholt, um dann die Hecke so niedrig wie nötig zu halten. Und schon haben wir hier wieder eine komplett neue Gehegebegrenzung. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht noch so einen ganz kleinen niedrigen Zaun darum ziehe oder ob ich es einfach mit der Hecke so belasse. Könnt mich ja mal wissen lassen in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr da vielleicht so eine kleine Absperrung, meinetwegen so eine kleine Seilabsperrung oder so einen ganz, ganz niedrigen Metallzaun noch drumherum ziehen würdet, einfach als optische Barriere. Oder ob ihr sagt, nee, das mit der Hecke, das reicht eigentlich vollkommen aus. Hier habe ich das erste Mal dann tatsächlich auch die Sonnenblumen benutzt, die ich wirklich sehr, sehr hübsch finde. Ich habe nur bis jetzt keinerlei Verwendung dafür gefunden. Ja, weil ich auch nicht so wirklich Blumenbeete im eigentlichen Sinn angelegt habe. Bepflanzung mache ich zwar relativ viel immer, das wisst ihr ja, aber so wirklich ein Blumenbeet habe ich in diesem Sinne noch nicht gemacht, sodass ich auch die ganzen neuen Pflanzen noch nicht so wirklich ausprobiert habe, auch wenn ich sie wirklich richtig schön finde. Ja, hier habe ich dann so ein bisschen Kunstfels, Steine, Gebrösel, Kieszeug noch in die Gräben reingesetzt, was auch relativ realistisch ist, was man in vielen Zoos auch so sieht, wo man einfach gerade die Dickhäuter, Nashörner und so weiter dann auch abhalten möchte davon, diese Bereiche zu betreten. Oder gerade auch bei Pflanzeneinfassungen wird das häufig gemacht, dass man dort, ich glaube in Arizona habt ihr es schon mal gesehen, bei den Panzernashörnern, bei den Breitmaulnashörnern, die ich dort habe, dort macht man es oft so, dass man eben so große Kiesflächen um große Bäume herumzieht, einfach um sicherzustellen, dass die Nashörner da nicht rangehen. Nicht, weil sie die Bäume fressen würden, sondern weil Nashörner dafür bekannt sind, gerade in Gefangenschaft auch, dass sie ihr Horn ja, an Bäumen, an Metallstangen, an allem, was sie finden, wetzen und teilweise auch abwetzen. Gerade die Panzernashörner sind da sehr bekannt dafür. Und deshalb macht man das häufig eben so, da, um die Bäume zu schützen, dass man eben dort diese Kieselsteine dann außenrum setzt, damit die Tiere da eben nicht rangehen. Deshalb seht ihr vielleicht in manchen Zoos auch immer gerade, wie gesagt, bei Panzernashörnern, wenn die Hörner ein bisschen komisch aussehen oder so arg abgewetzt, das liegt, wie gesagt, daran, dass die Tiere alles Mögliche nutzen, sei es irgendwelche Gehegebegrenzungen oder Pflanzen, um daran ihr Horn abzuwetzen. Warum auch immer sie das tun, ich habe keine Ahnung. Kann vielleicht auch zusammenhängen mit irgendwelchen Stereotypien, was dann an schlechten Haltungsbedingungen liegt oder ja, nee, nennen wir es ruhig schlechte Haltungsbedingungen. Ich wollte jetzt sagen, nicht optimale Haltungsbedingungen, aber da dürfen wir ruhig mal ehrlich sein. Es gibt leider nach wie vor noch ein paar schlechte Tierhaltungen in Zoos und da kann sowas dann durchaus auch passieren. Korrigiert mich bitte, wenn das nicht korrekt ist. Wenn das mit den Hornabwetzen an anderen Geschichten liegen sollte und nichts mit Stereotypien zu tun hat,
Ja, denn ich möchte auch keine falschen Informationen rausgeben oder irgendwelche Zoos dadurch in ein schlechtes Licht stellen, wenn es letztendlich gar nicht wahr ist. Gut, aber unser Tapirgehege ist jetzt soweit fertig. Unsere Tapire sind auch eingezogen. Wie ihr jetzt sehen könnt, auch wenn das Gehege relativ klein gewirkt hat, so klein ist es in Wirklichkeit gar nicht. Unsere Tiere haben wahnsinnig viel Platz hier. Auch in der Innenanlage haben sie natürlich genug Platz. Wir haben hier ein kleines Pärchen, hoffen, dass die uns auch Nachwuchs bescheren werden, denn kleine Tapire sehen wirklich zuckersüß aus und vor allem das Interessante daran ist, dass Baby-Tapire, ja gerade bei den Schabrackentapiren oder bei den malaiischen Tapiren, ja nicht diese typische schwarz-weiße Färbung der Eltern haben, sondern eher gestreift und gepunktet sind, ähnlich wie Rehkitze das sind. Gut, aber mit diesem kleinen Fun-Fact verabschiede ich mich dann auch schon. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, euch hat das Tierhaus gefallen. Jo, ich würde mich freuen, wenn wir uns später im Livestream noch sehen und ansonsten natürlich wieder bei der nächsten Episode in der nächsten Woche, wenn wir dann das Gehege für die Panzernashörner anschließen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr auch die zukünftigen Episoden nicht verpassen möchtet. Und ja, dann wünsche ich euch bis dahin noch eine gute Zeit und wenn ihr in die Sonne geht, tragt Sonnencreme auf. Also, bis dahin, tschüss!